Knapp 50 Jahre ist es her, dass das letzte Mal in der Schweiz Formel 1-Rennen stattgefunden hat. Dann zwar ohne Schweizer Beteiligung, aber zwingst etwas in der Nähe für die Fans von schnellen Autos. Heute war es nach Jahren wieder mal so weit. Das Schweizer Formel 1-Team Sauber hat auf dem Flughafen Boix Testfahrten gemacht. Daniel Schäfer war dabei. Ein Formel-1-Rennwagen in der Schweiz. Das Team von Peter Sauber bereitet sich nach dem grossen Preis von Spanien bereits aufs nächste Rennen vor. Diesmal hat der Schweizer Rennstall aber nicht nur ein Auto präsentiert, sie haben es auch gerade über die Piste gejagt. Über eine Flugpiste, um genau zu sein. Der Flughafen Boix, der sonst vorwiegend vom Militär genutzt wird, hat den Formel-1-Leuten heute als Teststrecke gedient. Hunderte haben sich das Spektakel heute anschauen. Wir haben den 20. Hochzeitstag heute und haben eigentlich das als Ausflug geplant. Wir haben im Radio gehört, dass hier trainiert wird. Und das ist der Grund, warum wir hier schnell hinschauen. Das heisst, generell sind wir eine Motorsportfamilie. Wir sind am Wochenende mit dem Sohn unterwegs zum Kartfahren in Frankreich. Und so zieht uns das natürlich ein bisschen an. 50 Mal ist der junge Testfahrer Enrique Bernoldi die Flugpiste offen und abgedonnert. Bei den Geschwindigkeiten bis zu 240 Stundenkilometer haben Techniker vom Sauberstall die Aerodynamik des Autos austestet. Nach der Auswertung der Daten ist geschraubt und justiert worden. Das alles haben die neugierigen Zoom-Gäste auf der anderen Seite des Pistenrasen haargenau mitverfolgt. Bei vielen Zuschauern hat man schon von weitem gesehen, dass sie echte Rennfans sind. Und die heben auch mit Kritik nicht zurück. Ja, also ich habe ein bisschen mehr erwartet. Jetzt ist natürlich Mittagspause, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr ist dann doch noch passiert. Der Testwagen ist beim Anfahren ins Schleudern geraten und von der Piste in den Rasen geflogen. Passiert ist aber weder am Fahrer noch am Auto etwas. Unter den Zuschauern hat es auch ein paar ältere Semester gehabt. Und die haben sich sogar noch an Zeiten können erinnern, wo in der Schweiz noch Formel 1 Rennen stattgefunden haben. Ja, 1954. Aber wer der Sieger da war, ob es der Fan schon war, ich kann es nicht mal sagen. Wissen Sie es? Es ist richtig, 1954 ist in Bremgarten bei Bern das letzte Formel-1-Rennen der Schweiz ausgetragen worden. Gewonnen hat damals Nummer 4 der Argentinier Juan Manuel Fangio auf Mercedes. Zu dieser Zeit war kein Schweizer und auch kein Schweizer Team am Start. Gern hat Heinz Brüstli auch wieder einmal ein Formel-1-Rennen in der Schweiz. Ich würde das begrüßen. Dass man nicht weiss, dass der Teufel woher gehen muss. Dass man ins Deutschland aber gehen muss, oder auf Italien oder nach Frankreich. Nicht? Mama, das wäre gut. Nach Formel 1-Rennen in der Schweiz sieht es im Moment zwar nicht aus. Aber weitere Testläufe können es durchaus geben. Das Militär, das heute gleichzeitig Übungen geflogen ist, könnte sich das auf jeden Fall vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man so einen Test wieder durchführen kann. Es ist vielleicht speziell darauf zu achten, dass man die Truppen entflechten tut eigentlich von anderen Aktivitäten, damit man ungehinderter kann seinem Auftrag nachkommen. Der Peter Sauber, der bei den Testläufen ebenfalls anwesend war, hat sich auf dem Flugplatz sofort zurechtgefunden. Er war nämlich in der Rekrutenschule schon da, als Flugzeugwart bei den Fliegertruppen in Boix.